Damit begrüße ich euch ganz herzlich zurück zu Rune Factory 5. So, ich habe jetzt mal nicht gespeichert, weil ich einfach mutig bin. Hier kommt es wieder zu einem Kampf, oder? War klar. Ich kann es spüren. Das ist der Ursprung des Runenquells. Hier auch? Gut, was erwartet uns? Das Report war ein Oktopus, jetzt ein riesengroßer Fisch. Und ein Oktopus ist ja eigentlich auch ein riesengroßer Fisch, oder? Wenn man es mal so nimmt. Jedenfalls ein Meerestier. Nein, ein riesengroßes Seepferdchen. Ein Leviathan. Ah ja. Ich werde das Gebiet räumen müssen, bevor ich den Kristall platzieren kann. Au! Zack. Bevor jetzt das kommt, machen wir jetzt erstmal was. So, und die nächste Attacke. Ah, schlag die doch endlich platt. Danke. Puh, es war knapp. Das sollte es gewesen sein. Oh, es absorbiert die Runenenergie. Soll ich da jetzt nochmal hin, oder? Nö. Wo muss ich denn jetzt hin? Wird mir natürlich nicht gesagt. Aber ich gehe mal davon aus, ich muss wieder zurück zu... Genau, Livia, zum Feldhauptmann. Wir haben ein bisschen Gold bekommen. Also wir haben ja eigentlich richtig schön viel eingesammelt. Deswegen packe ich jetzt mal ganz kurz ein paar Sachen in meine Aufbewahrungskiste. So. Nope. Nope. Das ist schon mal keine schlechte Idee. Kann man auch so machen, ja. Aber wir hatten keinen Silber dabei, fällt mir gerade mal so auf, ne? Giftpulver, Schießpulver. Ja, das ist hier Essen, Fisch. Einen haben wir nicht versendet, dann versenden wir den... Zweier. Ach ne, kann ich ja hier gar nicht reinpacken. okay, da war was. Der Blitzzauberstab. Magieangriff plus 72. Ja gut, ich könnte natürlich immer die ganze Zeit mit Magie kämpfen, aber das wäre, glaube ich, etwas, wo ich mir sage, nee. Das ist mein Kühlschrank. Ach, echt? So, also. Den Lampentintenfisch. Geld, ne? Aber den, ja gut. Eigentlich würde ich ihn schon gerne verschicken. Den kann ich behalten. Den kann ich behalten. Und das kann ich alles verkaufen. Das ist Objekt X, okay. Oh, schade, die Spezialattacke funktioniert jetzt nicht. Was für ein Zufall. ich habe die Mission erfüllt, Hauptmann. Ja, gute Arbeit. Die Störung am Teich scheint nachgelassen zu haben.
Wie, Truppler hat den Teich aufgetaut? Naja, so ähnlich. Sollte nicht preisgeben, dass Hauptmann Levi in Wahrheit ein uralter Drache ist, hm? Du bist also dafür verantwortlich? Kann man so sagen. Das war noch ein schwererer Seufzer als sonst. Meine Ausrede, meine perfekte Ausrede dafür, mit jederzeit freinehmen zu können, du Ungeheuer. Ich glaube nicht, dass ich das verdiene. Okay, mehr brauchen wir nicht als Aussage. Danke für die Neuigkeiten zum Zustand des Teichs. Wir werden jetzt unseren Befund in einer Versammlung besprechen. Bitte geht. Nach Hause laufen ist unangenehm. Soll ich dich auf den Rücken tragen? Davon wird mir schlecht, also lieber nicht. Okay, danke für die Rettung, Scarlett. Ist doch wahr, wir müssen uns doch wirklich besprechen. Es bleiben also noch zwei Orte. Ja, die Kelvilava-Höhlen und der Flüsterwald. Kannst du noch zwei Runenkristalle erschaffen, Feldhauptmann? Das sollte zu schaffen sein. Das war anstrengend. Ich habe den Großteil meiner wiedererlangten Macht schon verbraucht. Feldhauptmann. Scarlett, kümmere dich um den Feldhauptmann. Ich gehe zu den Kelvilava-Höhlen. Verstanden, pass auf dich auf. Okay. Gut, das heißt aber, da haben wir jetzt auch schon mal wieder ein bisschen was geschafft. Können wir erstmal ganz kurz unsere ganzen Freunde nach Hause schicken, würde ich sagen, ne? Und dann machen wir jetzt erstmal wieder ein bisschen Farmarbeit. Geh schon mal nach Hause. Na. Geh schon mal nach Hause. Da, 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 da. Und du gehst auch schon mal nach Hause. Perfekt. So. Hineinsehen und... Wow, gibt das... Ah, ich weiß nicht, ob ich das... Eiscreme. Das ist eigentlich alles immer sehr viel wert, aber... Ich mag mich erinnern, dass es doch so war, dass ich hier eine gewisse Anzahl Versandverlauf ansehen, genau. Und wenn ich hier alles auf... Zum Beispiel Waffen habe ich noch gar nicht alles verkauft. Waffen und Werkzeug. Weil ich das hier nicht verstehe. Aber okay. Rüstung habe ich auch erst noch wenig verkauft. Zubehör ist recht sehr wenig. Essen 9%, Fische 26%. Das macht schon mal sehr viel aus. Und sonstiges 12%. Hier bin ich natürlich am weitesten oben, ne? Verschiedensten Arten von Pilzen. Warte mal, Pilze verschiedenste Arten? Moment. Moment. Alles Stufe 1. Nach Gold? Achso, am meisten mit Kartoffeln eingenommen. Okay. Erdbeeren sind knapp dahinter. Ich hatte anscheinend einmal einen Monarchenpilz. Verdammt, und ich habe den verkauft. Ah, ich bin ein Idiot. So, weil ich... Ah, jetzt verstehe ich das. Das ist also... Nee. Was hat denn das... Muss ich nicht verstehen. Kommt, wir gehen schlafen und... nee, Moment, wir gehen noch nicht schlafen. Jetzt gehen wir schlafen. Neuer Tag, neues Glück.
Dann müsste eigentlich auch dem Feldhauptmann wieder besser gehen. Normalerweise. Das ist immer das, was ich am liebsten sehe. Oh, gut, ich muss nicht gießen. Umso besser. Und komm, alles abbauen. Gut. Was war denn das? Das sind Erdbeeren, wenn ich mich recht entsinne. Die kann ich ja mehrmals ernten. Und Essen für die Tiere oben, das ist auch gut. Okay, was haben wir hier? Was war das? Ackerboden, grüne Paprika. Ich glaube, die konnte ich auch mehrmals ernten, ne? Genau. Und das haben wir nochmal einen. Und weil wir schon dabei sind, was sind das? Kartoffeln. Okay, nee, die brauche ich jetzt erstmal nicht. Kann ich dann in die Tasche packen? Oh, zum Glück hat er sich nicht gedreht. Ich hätte da. Boah, dann hätte ich mich geärgert. So. Ist schon mal gut Geld, was wir da bekommen. Das ist schon mal in Ordnung. Noch die drei Erdbeeren dazu und die eine Paprika dazu. Stufe 3 haben wir da bekommen. Hm, das ist schön. So, jetzt haben wir hier noch Sachen, die wir hier dann reinpacken können. Jetzt wollte ich gucken, was haben die Kartoffeln für einen Wert. 6, 4, 6, 4, okay. Dann nehmen wir die Sichel und bauen eine Kartoffel ab und eine nehmen wir mit. Die wir verkaufen. Und die können wir mitnehmen, ne? Und dann pflanzen wir die Kartoffel doch hier schön ein. So, da haben wir. Und da können wir dann das. Gut, da haben wir immer für Essen gesorgt. Das ist auch alles safe. So. Dann bringen wir hier alles mal eben ganz kurz weg. Um noch ein bisschen Dünger zu bekommen. Da hinten ist noch was. So, Holz brauchen wir auch. Zwar nicht viel, was wir bekommen, aber besser als gar nichts. Und dann gehen wir mal nach oben. Gut, meine Tierchen haben hier aber jetzt wahrscheinlich nichts zu tun, aber egal. Wir können sie ja trotzdem bürsten. Oh. Wenn der jetzt die Kiste kaputt gemacht hätte, dann au. Holzfällen ist auch gesteigert worden. So, jedem Tier gehen wir hier einfach mal. Was? Ich hatte nur. So, und das ist dann für dich. Jawohl. So, hier haben wir jetzt die Kürbisse. Ah, da kann ich sogar mehrere von ernten. Das ist ja umso besser. Wenn ich da dann irgendwann Kürbisse draus bekomme. Nein, er hat schon verkauft. Ich bin zu langsam. Ah, nicht wegwerfen.
da rein. So. Genau so soll es sein. Essen hier rein. Ich hätte ja auch noch mehr essen, glaube ich, ne? Sonstiges. Wo haben wir es da? 29 Futter. Das läuft. Na. Gut, dann hatte ich jetzt noch 2 Kürbissamen. Der Stufe 2 und die sind, glaube ich, nur Stufe 1. Guck mal, ob die Stufe 1 waren oder Stufe 2. Die sind Stufe 1 und die sind dann Stufe 2. Also, mit so welchen Sachen kann man das gut umsetzen, muss ich sagen. Na, dann sammeln wir das so ein. Sammeln hier die Steine ein und dann muss ich die jetzt auch gleich noch alle streicheln. Boah, bloß nicht. So. Obwohl das umgekrempelt war, ist ein Stein da gewachsen. Ich kann kotzen. Ein Stein gewachsen. Naja, okay, gut. Kann man sich darüber streiten, ob ein Stein wächst oder ob er einfach nur spawnt? Nehmen wir auch mit. Okay. Alles hier einsammeln. Oh, komm. Nur du bist eine blöde Katze. Holz will ich auch noch haben. Und dann schauen wir, was sie hier dagelassen haben. Wahrscheinlich wieder Horn und Spinnenseide. Sag ich doch. So, dann nehmen wir die Bürste in die Hand. Und jetzt bürsten wir sie mal so richtig durch. Okay. Warum angeschlagen? Da bin ich ja jetzt gar kein Fan von, wenn sie angeschlagen ist. Was soll das denn jetzt sein? ...22 HP. Jetzt muss ich erstmal gucken, was ist denn jetzt mit Thekla los? Die ist kurz vorm Sterben. Warum ist sie denn kurz vorm Sterben, ey? Was ist da los? Hier, Thekla, komm. Damit sollte sie jetzt aber wieder definitiv besser gehen. Okay. Was ist denn hier mit meinen Tieren los? Alle kurz vorm Sterben, oder was? Ich weiß, ich hätte es auch so machen können, aber egal. Das wäre ja zu einfach.
Gut, das da oben lassen wir einfach mal wachsen. Und dann, ja. Jetzt. Was ich jetzt irgendwie wo verbessern kann? Ich weiß gar nicht. Freundschaftslevel technisch, wie sieht's denn hier bei denen aus? Er ist hier Stufe 4. Priscilla 3. Rainer 3. 3-3-3-3-3-3-3-3-3. 2-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 
So, als allererstes erstmal hier. Gut. Dann nehmen wir die hier. So, und dann haben wir noch das Spielkraut. Meine Tiere haben genügend zu tun, das heißt, das ist erledigt. Dann können wir uns jetzt darum kümmern, bis 13 Uhr haben die meisten Geschäfte auf. Dann würde ich sagen, laufen wir jetzt einmal ganz kurz hier hin und füllen das hier auf. 116 und 606, das ist gut. Ist zwar noch nicht überwältigend, aber es ist schon mal etwas. Ich meine, wir haben auch 65.105 Gold. Als mit dem Gold, das läuft. Na, ich möchte jetzt gucken, ob ich jetzt irgendwas noch an dem Haus verbessern kann oder in irgendeinem Haus oder... Ich möchte halt irgendwas aufwerten. Ja? Ich hoffe jetzt einfach, dass der offen ist und ich irgendwas kaufen kann. Gut. Ich möchte etwas renovieren. Puh. Also ich könnte meinen Außenposten erweitern, bräuchte dafür aber 300 Holz. Ich könnte die Klinik erweitern. Erweitert außerdem das Inventar, das für Käufe verfügbar ist. Okay. Na komm. Ergötzt dich noch etwas länger an dem Anblick dieser meisterhaften Möbel. Ja, ist in Ordnung. Zu meinem Haus. Ne, den habe ich ja schon, die Schmiede. Chemiekasten habe ich auch. Kochtisch habe ich, Messer. Das jetzt gar nicht, habe ich die Messer? Kann ich das sehen, was ich habe? Nee, ne? Woran scheitert es? Ich hab doch einen Kochtisch. Keine Lizenz, kein Geschäft. Oh. Okay. Mir doch, dass ich da eine bessere Lizenz brauche. Wahrscheinlich habt ihr es wohl in den Kommentaren geschrieben. Werkzeugkiste kaufen. Mhm. Kleiderschrank kaufen. Große Futterkiste kaufen. Das bringt mich jetzt auch erstmal, glaube ich, noch nicht so wirklich weiter. Das heißt also, ich muss eine erweiterte Lizenz bekommen. Wo auch immer ich die jetzt schon wieder herbekomme. Jetzt schauen wir uns trotzdem mal den Gemischtwarenladen an. Der soll ja jetzt anscheinend größer geworden sein. Und ja, ich glaube, er ist größer geworden. Es wirkt jedenfalls so. Deine Fische sehen. Mm. Okay, und da kann ich jetzt wahrscheinlich dann die Fische kaufen, die ich mal irgendwo gefangen habe. Das ist... Okay, ist in Ordnung. Was verkaufst du denn? Hier sollte jetzt nichts Neues sein, außer die Zwiebelsaat. Warte mal. Pak Choi ist neu. Was ist denn hier der Unterschied? Hm. Okay, der Pak Choi, Herbst leicht zu ziehen, im Sommer aber deutlich schwerer. Kohlsalat. Wächst schnell und verwelkt selten. 8 Tage. Mhm.
Ist klar. Die Zwiebelsaat. Ja, komm, dann nehmen wir hier ein bisschen Kohl. Ja, das ist Herbst. Herbst. Gut. Lucy ist gar nicht zum Arbeiten. Da fällt mir auf, Lucy hat heute frei. Was ist das denn? Was ist, wenn ich jetzt Lucy mitnehmen wollen würde? Hä? Finde ich ja voll unfair. Haben sie mir einfach Lucy vorenthalten. Gut, dann jetzt hier hoch. Kohl auswählen. Und halt, es ist eine Zweierreihe. Verdammt. Ich meine, das ist am besten. Dahin. Perfekt. Okay, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder zu Rune Factory 5. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro, haut rein. Tschüss.